Zur Wiederkunft Christi! Alles darüber! Ich wüsste wirklich gerne, wie es von dort oben aussieht. Das erfährst du früh genug. Wie wir alle. Lest alles über Christi Wiederkunft. Kauft euch eine Zeitung. Lest alles darüber. Für Sie, Sir? Ich nehme eine, Junge. Das heißt, die Leute interessieren sich für die Wiederkunft des Herrn? Nun, sie wollen über das Ende der Welt hören, Sir. Lest alles darüber! Lest alles über Christi Doch wie soll man sich einen überaus gütigen Gott vorstellen, der seine Gunst auf seine geliebten Kinder herabschüttet, aber mit seiner anderen Hand auch das Böse austeilt? Ein Gott kam herab, um unser geplagtes Geschlecht zu trösten. Er kam auf die Erde und hat sie nicht verändert. Die Kinder haben nach dir gefragt. Würdest du ihnen Brot mit Butter und Käse bringen? Ja, meine Liebe. Und über was denken Sie heute nach, Mr. Miller? Voltaire. Voltaire ist überzeugt, dass eine höhere Macht existiert. Doch er glaubt nicht daran, dass Gott persönlich etwas mit uns zu tun hat. Ich habe die Schlacht von Plattsburgh überlebt, Lucy, und ich muss wissen, wieso. Und Voltaires Worte geben keine Antworten darauf? Gott griff in das Geschehen auf dem Schlachtfeld und in das Leben der Männer ein? Das entbehrt jeder von uns, William. Das ist unlogisch. Hättest du an dem Tag die Granaten und das Blut gesehen, wüsstest du, dass die einzige Erklärung für unseren Sieg das Eingreifen Gottes war. Und was ist mit denen, die um dich herum gestorben sind? War es die Hand Gottes, die sie ins Grab schickte? Darauf habe ich keine Antwort, Edna. Ich weiß nur, dass ich eigentlich tot sein müsste. Vielleicht hat die Bibel eine Antwort. Ach, kommen Sie, Mr. Miller. Die Bibel ist ein Märchenbuch. Sie können nicht beweisen, dass sie stimmt. Aber auch nicht das Gegenteil. Für beide Ansichten ist ein gewisser Glaube erforderlich. Die eine verdient so viel Aufmerksamkeit wie die andere. So eine alte Schrift ist für Sie Autorität in allem? Sie könnte Antworten enthalten, die ich suche. Nun, ich sage Ihnen, wonach ich suche. Nach einem weiteren Bier. Ebner ist krank. Oh. Also haben Sie
mich gebeten zu predigen. Und was hast du ihnen geantwortet? Das habe ich davon, dass ich mit Mutter gesprochen habe. Ich habe ihr gesagt, ich würde die Predigt halten, wenn Iljuma nicht da ist. Sie muss es einem der Ältesten erzählt haben. In der Tat wird jede elterliche Unterweisung, die nicht durch das gelebte Beispiel vermittelt wird, nicht nur die gelehrten Wahrheiten, sondern auch die Eltern selbst bloßstellen. Viele blieben verbittert zurück, ohne Gedanken an Gott, der sie erschuf, und an Jesus, der gestorben ist, um sie zu erlösen. Lasst euch nicht täuschen, liebe Eltern, wenn ihr eure Kinder dazu erziehen wollt, den richtigen Weg zu gehen, reicht es nicht, sie zu unterweisen. Euer Handeln muss auch übereinstimmen. Euer Handeln muss auch übereinstimmen mit dem göttlichen Ruf in eurem Herzen. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Denn ich bin dein Herr, dein Gott, dein Erlöser. Also ist auch Christus einmal geopfert, wegzunehmen vieler Sünden. Zum anderen Mal wird er ohne Sünde erscheinen denen, die auf ihn warten, zur Seligkeit. Wenn ich hingehe, so will ich wiederkommen. Na, Kleine? Was ist denn? Das Vogelbaby ist tot. Oh, mein geliebtes Kind. Na, na. Alles wird gut werden. Nein, nichts wird gut. Komm, lass uns dieses zarte Geschöpf zur Ruhe betten. Papa, ich möchte nicht sterben. Oh, mein geliebtes Kind. Meine Kleine, wirst noch viele, viele Jahre leben. Aber eines Tages muss jeder von uns diese Erde verlassen. Hast du keine Angst davor? Nein, nicht mehr. Denn ich habe einen Freund in Jesus gefunden. 16. August 1818. Jetzt, nach 2 Jahren des Studiums, bin ich überzeugt, dass viele prophetische Verheißungen der Bibel sich erfüllt haben. Allerdings frage ich mich, warum nicht auch die Verheißung der zweiten Wiederkunft? Zurück zu Daniels Vision, richtig? Gut, sag's laut, so dass die ganze Familie es hört. Ich hörte aber einen Heiligen reden. Und er sprach, wie lange gilt das Gesicht vom Heiligtum und vom Heer, das zertreten wird? Und er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgen um sind. Dann wird das Heiligtum gereinigt werden. Das ist eine ziemlich lange Wartezeit für Daniel. Mehr als das, denke ich. Wenn hier mit dem Heiligtum die Erde
gemeint ist. Und das Heiligtum bezieht sich auf die Erde. Und die Reinigung muss dann die Reinigung der Erde sein. Und zwar beim zweiten Kommen Christi. Wenn jeder Tag für ein Jahr steht... William, was ist denn? Christus kommt wieder. Die glorreiche Erscheinung, ja. Eines Tages, unsere selige Hoffnung. Lucy, du verstehst es nicht. Wenn jeder Tag aus Daniel für ein Jahr steht und die 2300 Tage 2300 Jahren bis zur Wiederkunft Christi entsprechen und die Zeitspanne im Jahre 457 vor Christus beginnt, wie in Daniel 9 angedeutet und von Historikern bestätigt, dann bringt uns das in das Jahr 1843. Christus kommt bald. Mein Erlöser von Plattsburgh kommt bald. 1843. William, mein Lieber, komm ins Bett. Die Bibel nennt uns den Zeitpunkt der Wiederkunft des Erlösers. William, Gottes Wort hat all die vielen Jahrhunderte überdauert. Es wird auch morgen früh noch existieren. Kannst du glauben, was der Herr uns da gezeigt hat? In der Tat. Ich werde nie wieder an der Wahrhaftigkeit der Schrift zweifeln. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und ein Licht auf meinem Weg. Worauf sind Sie gestoßen? Ich bin mir nicht sicher. Was auch immer es ist, es bewegt sich nicht. Der Boden ist genauso widerspenstig wie sein Besitzer. Lucy, ich habe dir meinen Standpunkt dargelegt. Die Baptisten, die Methodisten, die Presbyterianer, sie alle sind der Überzeugung, dass Christus erst am Ende des Millenniums wiederkommt, wie es in der Offenbarung steht. Als ob wir selbst 1000 Jahre Frieden einleiten könnten. Wenn die vielen Jahre des Bibelstudiums mir eins gezeigt haben, dann, dass Christus zu Beginn der 1000 Jahre wiederkehrt, um dann die Erde zu reinigen und nicht an deren Ende. Das müssen auch die Menschen außerhalb unserer Familie wissen. Sag es ihnen, William. Ich bin kein Theologe und niemand hat mich gebeten, der Wächter zu sein. Ist das so? Lucy, ich bin nur ein einfacher Farmer. Ich gehe auf die 50 zu. Ich bin zu alt für eine solche Herausforderung. Und wie sollen Sie aber den anrufen, an den Sie nicht glauben, William? Wie sollen Sie aber an den glauben, von dem Sie nichts gehört haben? Und wie sollen Sie hören ohne einen Prediger? Ich werde einen Bund mit Gott schließen. Ich werde sprechen, wenn man mich bittet. Nun, es ist deine Entscheidung. Bist du der Stein oder bist du der Pflug? Und wie lange wird es dauern, bis jemand hervortritt und dich nach deinen Weisheiten fragt? Herein. Irving. Tante Lucy. Welchem Umstand verdanken wir diesen unerwarteten Besuch? Der Pastor unserer Baptistengemeinde wurde abberufen. Mutter und Vater hoffen, dass du morgen an seiner Stelle sprichst. Sie dachten, du könntest über die Prophezeiungen sprechen, die du in der Bibel studierst.
bin kein Theologe. Und niemand hat mich gebeten, der Wächter zu sein. Bist du der Stein oder bist du der Pflug? Und wie lange wird es dauern, bis jemand hervortritt und dich nach deinen Weisheiten fragt? Ich werde Gott schließen. Ich werde sprechen, wenn man mich bittet. Nein! Gott, nein! Ich kann nicht predigen. Ich bin dafür nicht geeignet und ich bin kein Wächter. Ich bitte dich, leg diese schwere Bürde nicht auf meine Schultern. Sende jemand anderes. Aber ich habe dir ein Versprechen gegeben. Wie könnte ich das nicht halten? Kann ich den einzigen verleugnen, der mir jemals all meine Fehler tatsächlich vergeben hat, der mich vor mir selbst gerettet hat? Ich kann es nicht. Wir wissen, gibt es in Daniels Vision viele Belege dafür, dass die Reinigung des Heiligtums ein Symbol für Christi Wiederkunft ist, um unsere leidende Erde zu reinigen, die wir mit Krieg verwüstet und mit Sünde befleckt haben. Aber der Beweis ist eindeutig, dass Daniels Vision im Jahre 457 vor Christus begann. Nun, zieht 457 von 2300 ab. Dann kommt ihr auf 1843 Jahre nach Christus, nach denen die Vision erfüllt wird. Die Schlussfolgerung muss lauten, dass etwa im Jahre 1843 unser aller Erlöser wiederkommt, um uns nach Hause zu holen. Ich glaube, jetzt ist dein Schwager vollkommen irre. Meine liebe Familie, liebe Freunde, seid ihr bereit für dieses große und wichtige Ereignis? Und seid ihr bereit für Jesu Wiederkunft? Hier ist der eindeutige Beweis, dass es nicht mehr lange dauern wird. Denkt doch mal an die alte Welt. Alle dachten, Noah wäre verrückt. Aber die Flut kam. Seid gewarnt. Flieht in die Arche. Nehmt Zuflucht in dem wunderbaren Versprechen Jesu Christi, der gesagt hat, ich komme wieder. Dann ist seine Wiederkunft nah. Und heute sage ich, ich hoffe, wir nennen uns ab jetzt Freunde. Denn ich habe einen Freund in Jesus. Musst du morgen wirklich schon wieder los? Ja, nach Exeter. Und wann kommst du wieder? Ich packe etwas zu essen ein. Aber ich will, dass du dich ausruhst und auf dich aufpasst. Genauso wird es sein. Bist du enttäuscht von mir? Wie könnte ich bloß? Du folgst deiner Berufung. Manchmal wünschte ich, es wäre anders.
Schon bald kommt unser Erlöser zurück. Wie anders wird dann der Himmel sein? Wenn unser Verständnis der 70 Wochen zutreffend ist, dass jeder Tag für ein Jahr steht und die überwältigende Mehrheit der christlichen Ausleger stimmt in diesem Punkt überein, einschließlich des großen Physikers Sir Isaac Newton, dann ist die Schlussfolgerung unausweichlich. Daniels Vision über die 2300 Jahre wird im Jahre 1843 erfüllt werden. Was? Oh nein. Wir können nicht zwei Herren dienen. Wir können die gegenwärtige böse Welt nicht lieben. Das glaube ich nicht. Das bildet der sich und ein. Gleichzeitig dem Herrn dienen. Frechheit, so etwas. Während wir uns selbstgefällig für rechtschaffen halten, und auch ich bin dessen wie jeder andere schuldig, die Bibel warnt uns vor falschen Propheten, werden wir bald zu unserer ewigen Schande erkennen, dass wir jämmerlich, armselig und blind sind. Oh, Bruder Miller! Bruder Miller! Joshua Himes! Ich hatte Sie eingeladen letzten Monat in meine Gemeinde in Boston. Ah, hallo, Bruder Himes. Joshua Himes. Also, ich habe schon über die Abschaffung der Sklaverei und Enthaltsamkeit gepredigt, doch meine Herde hat noch keine Botschaft wie Ihre gehört. Wann können Sie nach Boston kommen? In 2 Wochen? Boston? Nun gut, sagen wir in 3. Dieser gute Pastor hier kennt meine Herkunft. Ich soll zu Ihnen nach Boston? Chardon Street. Am 8. Verkünden Sie dort die gleiche Botschaft wie heute. Aber ich bin nur ein Farmer. Aber ein Farmer, dessen Botschaft gehört werden sollte. Wir freuen uns auf Ihre Ankunft am 8. Wer ist dieser Gentleman? Das ist Joshua V. Himes. Er ist ein ausgesprochen einflussreicher Mann. Er setzt sich dafür ein, dass die Menschen sich mäßigen und organisiert den Protest gegen Sklaverei in Boston. Kennen Sie seine Gemeinde? Ja, die Kapelle in der Charton Street. Oh, die muss man einfach gesehen haben. Altbaptisten, Calvinisten, Muggletonianer und Agrarier, Quäker, zusammen mit Unitariern und Philosophen. Sie alle kommen, um die Gunst der Stunde zu ergreifen. An diesem Ort kommen Menschen zusammen, um zu predigen, zu beten und zu protestieren. Es scheint so, als gingen sie in die große Stadt, Bruder Miller. Wenn all diese Geschehnisse sich ereignet haben, sollten wir nicht auch die Erfüllung seiner größten Verheißung erwarten? Und deshalb glaube ich, dass die Bibel klar und deutlich ist. Jesus wird in weniger als 4 Jahren wiederkehren. Die Wiederkunft Christi schon in 4 Jahren. Das muss ich selber nachlesen. Ha, Sie waren sogar noch besser als im Frühgottesdienst, Bruder Miller. Ja gut, ruhen Sie sich aus. Und morgen hören wir von Ihnen noch mehr. Die Kraft Ihrer Botschaft ist unüberhörbar. Es ist weder meine Kraft, Joshua, noch meine Botschaft. Es ist Gottes Wahrheit, verkündet durch ein demütiges Sprachrohr. Aber wie spannend ist seine Botschaft, wenn sie aus diesem Munde kommt. Papa sagt, du hast 1812 im Krieg gekämpft. Eine Granate ist direkt neben mir explodiert, so nah wie deine Mutter jetzt ist. Ich war mir sicher, das ist das Ende. Genau. Doch als der Rauch sich verzog, hat die Macht eines liebenden Gottes mich bewahrt. Ist das wirklich passiert? Der Apfel fällt nicht bald vom Stamm, fürchte ich. Verzeihen Sie, dass meine Tochter so vorlaut ist. Es ist genau so wahr, wie ich hier vor dir sitze. Und hier ist noch eine Wahrheit für euch Kinder. Es ist Zeit, ins Bett zu gehen. Sagt gute Nacht zu Vater Miller und eurem Papa. Gute Nacht. Gute Nacht. Also, Sie glauben die Lehre, die Sie predigen, wirklich, oder?
Ich war verloren. Und jetzt bin ich gerettet. Wenn er mich erretten kann, Joshua, dann auch jeden anderen. Ach, wieso stellen Sie dann Ihr Licht unter den Scheffel kleiner Dörfer? Müssten nicht Baltimore, Rochester, Philadelphia, sogar New York und durchaus auch die 17 Millionen Seelen der Vereinigten Staaten die Inspiration dieser Hoffnung bekommen? Und was ist mit dem Rest der Welt? Ich habe in den letzten Jahren schwer gearbeitet und sah viele Menschen, die zu Gottes Wahrheit bekehrt wurden. Aber ich suche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Durch Ihre Überzeugungskraft habe ich den Willen, alles auf Gottes Altar zu legen, um Ihnen zu helfen. Sagen Sie mir nur eins. Werden Sie an meiner Seite stehen, wenn ich das auf mich nehme? In der Tat, das werde ich. Dann machen Sie sich bereit. Wenn Christus schon bald wiederkommt, sollten wir keine Zeit verlieren, sein Wort zu verkünden. Unsere Stimmen werden wie Donnerhall sein. Überall werden sich Türen öffnen und die Botschaft verbreitet sich bis ans Ende der Welt. Denn ab jetzt, Bruder Miller, werde ich Ihnen helfen. Ich bin nur ein alter Farmer, aber die Schrift hat mich glücklich gemacht. Die Erkenntnisse aus dem Buch Daniel und der Offenbarung, die wir heute diskutieren werden, sind das Ergebnis vieler Jahre eigener Studien. Und dennoch halte ich es für wichtig, dass ihr wisst, dass auch andere meine Überzeugungen teilen. Viele Menschen im ganzen Land glauben inzwischen an diese Wahrheiten. Unsere Botschaft ist dieselbe, denn jeder kann sie deutlich auf den Seiten von Gottes Wort lesen. Und sie wird voller Eindringlichkeit verkündet, denn meine lieben Freunde, die Zeit bis Christi Wiederkunft ist sehr kurz. Doch konzentriert euch nicht einfach nur auf den Tag oder die Stunde, denn wenn sie nah sind, so ist es auch Christus. Erkennt ihn zuerst, sucht ihn zuerst. Lasst uns einander Liebe schenken, denn die Liebe kommt von Gott. Und die, die lieben, sind von Gott geboren und erkennen Gott. Denn Gott wird sämtliche Tränen trocknen. Es wird kein Tod mehr sein, weder Trauer noch Geschrei. Es wird auch keinen Schmerz mehr geben, denn all diese Dinge sind vergangen. Du musst ins Bett. Vater, nur noch ein bisschen. Du musst dich ausruhen, mein Schatz. Komm, Ellen, lass uns beten, dass du morgen Kraft hast. Jeden Morgen, bevor ich meine Augen öffne, bete ich, dass dies der Tag sein wird, an dem ich den Unfall vergesse. Dann sehe ich das Morgenlicht und alles ist wieder da. Ich verspreche dir, mein Schatz, unser himmlischer Vater hat dich nicht vergessen. Ich sehne mich nach dem Tag, von dem Vater Miller geredet hat. Keine Schmerzen mehr. Ich habe noch nie von Jesus als Heiler gehört. Ich hörte von seinem Zorn und von seinem Gericht, aber noch nie, dass er auch heilt. Es ist so wunderschön. Ich vermisse den alten Miller. Er hat nur noch den Himmel im Blick. Ja, er hört überhaupt nicht auf, davon zu sprechen. Und er trinkt auch nicht mehr. Wodurch mehr für uns übrig bleiben dürfte. Wer hätte erwartet, dass ein Farmer zu einem Friedensrichter wird und anschließend eine religiöse Revolution startet? Miller ist sicher kein Rebell. Barnaby Larson ist aus Großbritannien zurück. Er sagt, seine Botschaft vom jüngsten Gericht ist dort in aller Munde und breitet sich in ganz Europa aus. Was du nicht sagst. Es ist wahr. Die Nachricht von Christi Wiederkunft dringt vor bis nach Afrika und Indien. Ja, und Alchemisten dachten, sie könnten Eisen in Gold verwandeln. Nur weil jemand daran glaubt, muss es ja nicht stimmen.
1843 Jahre nach Christus wird sich die Vision erfüllen. So überzeugend Sie heute auch waren, unsere Reichweite ist nicht groß genug. Joshua, aus Ihnen spricht der Enthusiasmus eines jungen Mannes. Das ist überaus erfrischend und es ist irritierend zugleich. Es kommen allerlei Anfragen aus allen Städten entlang der gesamten Ostküste, wissen Sie? Sie könnten in jeder Gemeinde von hier bis nach Florida verkündigen. Begraben Sie mich in Lowhampton neben meinem Ahornbett. Zweimal täglich und das würde noch nicht reichen. Und sehen Sie zu, dass meine Frau bis zum Tag des jüngsten Gerichts versorgt wird. Der nächste Schritt ist die Verbreitung des gedruckten Wortes. Publikationen erreichen nicht nur zwei Ohren, sondern zahllose Augen pro Seite. Wir verstärken dadurch enorm Ihre Stimme. Und sagen Sie nicht, ich bin nur ein Farmer. Tja. Aber ich bin nur ein Farmer. Wer hat um Hilfe gebeten? Mir war nicht klar, dass es so werden würde. Die Zeitungen überschütten Ihr Werk mit Schmähungen in jeglicher Form. Sie werden eine Antwort bekommen. Aber zu unseren Bedingungen. Ich bin ein sehr müder alter Mann. Und ich bin Besitzer einer Druckerpresse. Sie schreiben über Vaters Botschaft. Lass mal sehen. Hochmut kommt vor dem Fall, Kinder. Wir sollten uns nicht dazu verleiten lassen, selbstgefällig zu werden. Sind das Worte aus der Bibel? Das sind Worte deiner Mutter. Bis 2300 Abende und Morgen um sind. Dann wird das Heiligtum wieder gereinigt werden. Mr. Miller und die, die ihm zuhören, erliegen einer großen Täuschung. Sie behaupten, Jesus würde an einem bestimmten Tag wiederkommen. Ja, es ist nicht das erste Mal, dass ein Narr das Ende der Welt vorhersagt. Es wird doch nicht das letzte Mal sein. Ich fürchte, wenn der Tag verstreicht, wird es einen Aufschrei des Misstrauens unter den Ungläubigen geben, der viele von euch in die Irre führt. Die Welt wird nicht in wenigen Jahren untergehen. Nein, doch sie wird untergehen. Und wenn das geschieht, bist du darauf vorbereitet, Sünder? Seine Worte sind wahr. Wirst du vor dem Zorn des heiligen Gottes bestehen, wenn er auf deine guten Taten blickt, hinter denen du dich versteckst und rufst, weicht von mir, die ihr voll Sünden seid? Dann wird das Höllenfeuer lohend über diejenigen kommen, die sich wegen Millers Ideen abwendeten. Oh, die Flammen werden umso heißer sein. Bitte vergib mir meine Sünden gegen deinen Namen und erlöse mich von dem Bösen. Was muss ich tun, um wahrlich errettet zu werden? Mutter! Hab Erbarmen. Erbarme dich meiner elenden Seele. Vergib meine Sünden gegen deinen Namen. Bitte vergib mir. Was muss ich tun, Herr, um errettet zu werden? Alan, mein Schatz. Was ist passiert? Was, wenn ich irre geleitet wurde, Mutter? Wieso sagst du das? Ich habe solche Angst. Mutter, der Prediger sagt so schlechte Dinge über Vater Miller. Bitte hör nicht auf so etwas. Aber ich habe es gehört, wie wir alle. Wir sind in Gottes Haus gewesen.
Es gibt dort keinen Trost. Los. Komm ins Bett. Komm. Deine Mutter sagt, du seist gestern Abend sehr verstört gewesen. Ich hatte plötzlich solche Angst. Bruder Stockman, ich weiß, dass du Vater Millers Lehren Glauben schenkst. Das tue ich in der Tat. Genau wie viele andere methodistische Prediger. Wenn Vater Miller die Adventhoffnung verkündet, ist das eindringlich und von Liebe geprägt. Doch ich höre nur Prediger, die davon reden, dass man im ewigen Höllenfeuer brennen muss. Welche Hoffnung gibt es für mich? Für jeden von uns, wenn unser himmlischer Vater ein Tyrann ist, der sich an ewigen Qualen erfreut. Deine Seelenqualen sind ein deutliches Zeichen dafür, dass der Heilige Geist dein Herz bewegt. Unser Gott hat keine Freude an deiner Vernichtung. Und es ist nicht seine Natur, zu verdammen, sondern zu suchen, was verloren ist. Aber wie kann ich dessen sicher sein? Sei frei, Ellen. Sei frei und vertraue Jesus. Denn er wendet sich von niemandem ab, der auf der Suche ist. Danke, Bruder Stockman. Danke nicht mir, Ellen. Danke dem Herrn Jesus. Und erzähle auch anderen von der Adventbotschaft. Bruder Himes und Vater Miller haben eine Konferenz in Boston angekündigt. Weiß Bruder Himes, dass Papa krank ist? Wir haben es ihm geschrieben. Seid gegrüßt, Freunde! Er müsste es eigentlich wissen. Er kann nicht reisen, Joshua. Er kann nicht reisen. Nein, 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 natürlich nicht. Typhus ist ernst, sehr ernst. Ich weiß, ihr beide habt sehr viel in diese Angelegenheit investiert. Es wird das erste Mal sein, dass wir alle mit demselben Ziel an einem Ort versammelt sind. Baptisten, Methodisten, Presbyterianer, alle darin vereint, dass die Wiederkunft nahe ist. Dann sollten Sie sich dorthin begeben. Und wenn Sie zurückgekehrt sind, können Sie William alles darüber berichten. Ich würde ihn gerne sprechen, nur um ihn ein bisschen aufzumuntern. Hallo, lieber Freund, wie fühlen Sie sich? Nicht viel besser, befürchte ich. Nun, dann lasse ich euch beide mal allein für eine Weile. Aber Joshua, nur für einen kurzen Moment. Er darf keinen Besuch empfangen. Selbstverständlich, absolut. Sind Sie sicher, dass ich nicht Kutsche fahren kann? Ich könnte ein wunderbares Lager herrichten mit Decken. Und die Luft würde Ihnen gut tun. Nein, Joshua. Und die Leute könnten zu Ihnen kommen. Wir könnten einen Bereich einrichten, in dem... Nein, Joshua. Das ist zu groß für einen Mann. Das ist die gewaltige Macht Gottes. Hunderte von Pastoren sind aufgewacht. Sie brauchen mich dort nicht. Ja. Natürlich, das stimmt. Ich werde für Sie beten. Danke. Sind Sie auch absolut sicher? Gehen Sie. Gehen Sie jetzt. Joseph Bates, sind Sie es wirklich? Wie lang ist das her? Zu lang, Bruder Himes, zu lang. Ich habe viel von Ihrer Sabbatlehre für die christliche Vereinigung gehört. Und Sie haben sich auch einen Namen mit Ihren Vorträgen gegen die Sklaverei gemacht. Ich bin nur ein bescheidener Diener, Joshua. Gott spricht und ich gehorche. Aber dennoch haben Sie sich Ihren Ruf redlich verdient.
Stimmt es? Bruder Miller konnte nicht kommen? Ja, typhoides Fieber. Bedauerlich, sehr schade. Oh, Bruder Betts, darf ich Ihnen Hiram Edson vorstellen? Vielleicht kennen Sie Bruder Edson durch Pastor Finney. Oh, ja. Bruder Finneys Arbeiten zu vielen Themen sind schließlich wohl bekannt. Schön, Sie kennenzulernen. Das ist Owen Crozier. Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich bin ein Anhänger Miller, seit ich ihn letztes Jahr in New Bedford gehört habe. Als Kapitän habe ich die Welt bereist, aber heute bin ich weitergekommen als über den Ozean. Ich bin der Adventbotschaft völlig ergeben. Auch ich fühle diesen Ruf. Genau wie ich. Wie ist Ihr Name, Bruder? Und woher kommen Sie? Samuel Snow, Sir. Ich arbeite für den Investigator und lebe in Boston. Sie schreiben doch nicht etwa einen Artikel? Nein, Sir. Aber ich muss zugeben, zuerst bin ich skeptisch gewesen. Aber ich habe Millers Ansichten studiert und glaube, sie beinhalten eine wunderbare Wahrheit. Ah! Die Konferenz ist vorbei, doch ich sehe, die Diskussion geht weiter. Ich habe diesen Herrn gerade erzählt, dass ich voll dabei bin. Ich freue mich sehr, das zu hören. Ich werde es Vater Miller berichten, wenn ich ihn treffe. Sagen Sie ihm auch, dass ich mein Geld in die Verbreitung der Botschaft investiere. Oh, das ist eine bedeutende Neuigkeit. Ich habe vor, Vater Miller zu unterstützen. Nicht, indem ich eine neue Kirche gründe. Aber ich werde Christi Wiederkunft verkündigen. Und du, mein Bruder. Dann war die Konferenz ein Erfolg? Sie kamen aus Maine, New York City, Connecticut, Vermont, New Hampshire, Rhode Island. Es wurden so viele Ideen vorgebracht. Es war ein Gedankenaustausch voller Enthusiasmus. Von vielen wurde uns finanzielle Unterstützung zugesagt. Wir wollen das Ganze so schnell wie möglich wiederholen. Beim nächsten Mal werden Sie dabei sein, genau wie Joseph Bates. Bates, ich erinnere mich. Ich habe ihn letztes Jahr getroffen, ein stattlicher Mann. Er benutzte keinen Tabak, das fand ich irgendwie merkwürdig. Das ist er auch, aber er könnte sehr wichtig für uns werden. Wir werden ab jetzt über genug Ressourcen verfügen. Mehr Städte, mehr Druckschriften. Ihre Worte werden viele, viele Seelen erreichen. Bitte, Joshua, bedenken Sie, es ist Gottes Werk, nicht unseres. Natürlich. Die Worte von Mr. Miller und seinen Anhängern sind falsch. Für diejenigen, die durch seine honigsüßen Worte verführt wurden, gibt es in diesem Gotteshaus keinen Platz mehr. Also, ihr müsst euch im Namen des Herrn von diesen radikalen Ansichten lossagen. Solltet ihr das nicht tun, seid ihr in diesem Gotteshaus nicht mehr länger willkommen. Sie glauben, uns hier vertreiben zu können. Aber Vater Millers Auffassung von Christi baldiger Wiederkunft kann nicht ignoriert werden. Wir müssen dem Wort Gottes folgen, nicht den Vorschriften der Menschen. Wir werden die frohe Botschaft nicht verschweigen. Und wenn wir deshalb gehen müssen, werden wir gehen. Meine Familie empfindet unaussprechliche Freude über die Wiederkunft des Herrn. Wir spüren Liebe, die Liebe Jesu. Sie erhebt uns, sie trägt uns vorwärts. Sie führt uns heim. Wie
können Sie nur so mit uns reden? Wir dürfen nicht zulassen, dass ein fauler Apfel den ganzen Korb verdirbt. Nächsten Sonntag geben wir Ihren Ausschluss aus der Gemeinde bekannt. Wir statuieren ein Exempel. Die Traditionen müssen bewahrt werden. An diesem heiligen Tag der Gemeinschaft möchte ich euch mit dem Auftrag entlassen, den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen zu lieben, euch an all seine Gebote zu halten und ihn zu ehren, indem ihr seinen Sabbat heiligt. Amen. 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 Ich will mit ihm reden. Mutter. Mutter, nein. Wenn es sein muss, aber wir sind neu hier. Du darfst nicht vergessen, dass wir Außenseiter sind. Bruder Reeder wird interessieren, was ich zu sagen habe. Nein. Tut mir leid. Also, ich möchte mit Ihnen über ein bestimmtes Gebot aus der Bibel reden, Bruder Reeder. Ich habe viel darüber nachgedacht, besonders über den Sabbat. Ja, Mrs. Preston. Laut der Schrift hat Gott vorgeschrieben, als ich habe gesagt, was ich zu sagen hatte. Er hat wirklich zugehört. Und wird er den Gottesdienst vom Sonntag auf den Samstag verlegen, wie es das Gebot vorschreibt? Er war von dem, was ich ihm gesagt habe, beeindruckt. Und das heißt? Er hat mir versprochen, darüber nachzudenken und diesen Gedanken näher zu verfolgen. Hallo. Und daraus schließt du jetzt, dass du gewonnen hast? Der Samstag ist der siebte Tag der Woche. Das ist der Sabbat des Herrn. Es ist einfach so. Mutter, manche halten es für wichtiger, auf den Tag des jüngsten Gerichts zu warten, als über den richtigen Tag für den Gottesdienst nachzudenken. Guten Morgen, die Damen. Vielleicht spielt das bald keine Rolle mehr. Ich habe einen Samen gepflanzt. Als Lehrerin solltest du, meine Liebe, am besten verstehen, wie Erkenntnis wächst. Neues zur Wiederkunft. Neues zur Wiederkunft Christi. Lest die neuesten Nachrichten über die Wiederkunft Christi. Ich nehme eine, Junge. Das muss man Ihnen lassen. Ich sehe wirklich gut aus. Wieso müssen Sie mich immer so fett darstellen? Also, wie viele Menschen erwarten Sie? Es ist das größte Zelt, das jemals auf amerikanischem Boden errichtet wurde. Für 6000 Leute. So viele werden noch kommen. Und noch mehr. Gigantische Zelte. Und was als nächstes? Ich bin der Letzte, der das vorhergesehen hat. Ich denke, Sie waren einer der Ersten. Wir müssen los. Es findet auch noch eine kleinere Versammlung statt, bei der ich als Erstes vorbei möchte. Aber das gigantische Zelt! Man erwartet uns dort. Joshua, die ganze Welt ist jetzt voller Erwartungen und nicht immer läuft alles genau nach Plan. Ich habe Bruder Bates versprochen zu kommen. Aber er müsste auch im großen Zelt sein. Ach. Ho, ho. Ich suche Joseph Bates. Wissen Sie, wo die Versammlung stattfindet? Da hinten. Es ist wahr. 1843 ist vorbei. Viele von euch sind verängstigt. Ihr fragt, warum der Erlöser noch nicht gekommen ist und wollt wissen, wann sich unsere Hoffnung erfüllt. Ich kann euch nur sagen, dass gerade in diesen Zeiten unser Glaube geprüft wird. Als ich noch Kapitän auf See war, sind wir nicht aus Angst während des Sturms in den Ozean gesprungen. Nein. Wir hielten uns an den Tauen fest. Wir riefen alle Mann an Deck. Ja. Ja. Liebe Brüder und Schwestern, lasst uns jetzt nicht verzagen, sondern noch mehr bemühen. Ja. Ja. Denn der Bräutigam kommt. Unsere Mühen sind nicht vergeblich. Ja, wir hatten gehofft, dass der selige Tag bereits gekommen wäre. Und dennoch sind diese letzten Momente unsere kostbarsten. Ich habe Neuigkeiten. Lasst meinen Bruder sprechen.
Er hat Neuigkeiten für uns. Bruder Snow hat eine Erkenntnis des Herrn für uns. Er soll seine Nachricht mitteilen. Unser großer Gott hat uns fest versprochen, dass er wiederkehrt und sein Volk von Gläubigen zu sich holt. Als Jesus das erste Mal kam, so sagen uns die Evangelien, war die Zeit erfüllt. Welche Zeit war erfüllt? Die prophetische Zeit. In der Tat. Historiker bestätigen, dass Jesus im Frühling 31 nach Christus starb. Und zwar genau in der Mitte der 70. Woche aus Daniel. Die Bibel zeigt uns, dass das Passafest im Frühling stattfand. Der Tag der Versöhnung ist im Herbst. Und was tat der Hohepriester am Tag der Versöhnung? Er reinigte das Heiligtum. Genau. Danke, Bruder White. Er reinigte das Heiligtum. Folgt denn daraus nicht etwa auch, dass er wiederkommt, um das Heiligtum zu reinigen? Und zwar am Tag der Versöhnung. So ist es. Das dritte Buch Mose sagt, dass der biblische Tag der Versöhnung auf den 10. Tag des 7. Monats fiel. Brüder, es war falsch, Christi Wiederkunft im Frühling zu erwarten. Nach dem jüdischen Kalender fällt der 10. Tag des 7. Monats in diesem Jahr auf den 22. Oktober. Wir kennen das Datum. 22. Oktober 1844. Er ist sich so sicher. Sie sind es nicht? Ein genaues Datum zu nennen ist töricht. Nein, nicht jetzt, Bruder. Es ist nicht unsere Versammlung. Hoffen wir, dass Gott bald noch mehr offenbart. Der Herr des Hauses säubert seinen eigenen Stall. Es scheint dich zu ärgern, dass ein Datum genannt wurde. Unsere Hoffnung ruht nicht auf einem Tag oder einer Stunde, sondern auf der nahen Wiederkunft. Was denkt Joshua darüber? Wir lehnen es beide ab. Aber die Menschen sehnen sich nach Klarheit. Ich habe mich mit 1843 geirrt. Mein Fehler besteht darin, dass ich das Jahr Null mitgezählt habe. Damit habe ich Zweifel unter den Brüdern gesät. Dann wirst du also nicht einen bestimmten Tag befürworten? Nein, das werde ich nicht. Aber Bruder Snows Überlegungen zum Heiligtum geben mir zu denken. Gut, dann musst du die gegenwärtige Wahrheit und Klarheit in dieser Frage bei Gott suchen, William. Die Bibel ist eindeutig. Samuel Snow ist dennoch ein vertrauenswürdiger Bruder im Herrn. Ich werde beten und seine Ausführungen studieren. Meine Frau und ich freuen uns über den Kauf Ihres Anwesens. Entschuldigen Sie die Frage, aber wo werden Sie und Ihre Frau jetzt hingehen? In den Himmel. Aber falls das Ende der Welt doch nicht kommen sollte, haben Sie doch einen Plan. Der Herr hat einen großen Plan für uns alle. Ja, Sir, ganz gewiss. Also, jetzt ist auch das Haus verkauft, um die Verkündigung zu finanzieren. Die Kinder halten uns für verrückt. Aber du stehst fest zu deinen Überzeugungen. Ja, meine Liebe. Die Uhr tickt. Gottes Zeitpunkt ist fast gekommen. Scheinbar hast du wieder Appetit, Alan. Darüber freuen wir uns sehr. Wir sind bald zu Hause. Der Gedanke gibt mir Kraft. Und bis dahin müssen wir alles dafür tun, dass viele Leute sie hören. Die gute Nachricht. Ah, Mr. White, Ihre Schriften sind fertig. Sie entwickeln sich noch zu meinem besten Kunden. Guten Morgen.
Sie verbreiten also auch die gute Nachricht? Ja, Sir. James White von der christlichen Verbindung. Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Bruder White. Ich bin Robert Harmon. Das macht dann $1,20 bitte. Danke, Sir. Die Zeit drängt. Wollen wir versuchen, gemeinsam etwas zu bewirken, junger Mann? Natürlich. Alles Gute, Gentlemen. Unser Herr und Erlöser kommt in 2 Wochen zurück. Die Wiederkunft des Herrn. Bitte, Gentlemen, Christus kommt schon in 2 Wochen. Bereitet euch vor. Oh, ja. Sag ihm, er soll einen ausgeben, wenn er kommt. Ich bedauere diese Männer. Sie vielleicht? Die Wiederkunft des Herrn. Danke, mein Freund. Sir? 6. Oktober 1844. Lieber Bruder Himes, nach langem Studium und vielen Gebeten sehe ich die Herrlichkeit, die ich bisher nicht erkannt habe, im 7. Monat. Wir sind fast zu Hause. Herrlichkeit über Herrlichkeit. Kommt zu Jesus Christus, dem Lamm, das geschlachtet wurde und jetzt lebt, damit auch ihr leben könnt. Hört auf sein Wort und glaubt. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Zögert nicht länger, darum bitte ich euch. Nein, keinen einzigen Moment. Wünscht ihr euch nicht ein Haus im Himmel, das von ewigen Händen erbaut wurde? Dann suche zuerst das Reich Gottes, sagt Christus. Und dann werden euch all diese Dinge hinzugefügt. Mein Schiff läuft morgen aus und meine Entscheidung steht fest. Ich bleibe nicht hier und bettle, während ihr in den Himmel starrt. Jesus kommt morgen wieder, mein Sohn. Wenn er da ist, kannst du ihm sagen, er findet mich auf See. Joseph, bitte, geh nach. Unser Sohn wird für immer verloren sein. Tu doch etwas. Heiliger Vater, in diesen letzten Stunden vor deiner Wiederkunft heile unsere zerbrochene Familie. Hab Gnade mit unserem Jungen. Bring unseren Sohn zurück, damit wir dir gemeinsam begegnen können. Es ist so passend, dass wir alle hier versammelt sind, in diesen letzten Stunden. Wir haben unser Bestes getan. Haben wir das? Ich danke dir, dass du es der Welt verkündet hast, bevor es zu spät war. Und was, wenn es zu früh ist? Thank you.
Nun, sehr bedauerlich, dass der gute Herr Jesus heute keine Zeit hat. Denn einer mir hätte auch noch reingepasst. Nie um ein bestimmtes Datum. Es ist nicht alles verloren. Denken Sie an die Bewegung, die Sie ausgelöst haben. Sie überzeugten Tausende. Und wovon habe ich Sie überzeugt, Bruder Himes? Verzweiflung? Enttäuschung? Von der Wahrheit in Gottes Wort. Durch die Festlegung auf ein Datum ist das Vertrauen erschüttert. Warum war ich so schwach, das zu unterstützen? Wie lange? So lange wie nötig. Ah, da kommt er ja. Anscheinend hat er schlecht geschlafen. Er sieht irgendwie überhaupt nicht erlöst aus. Ich sehe, bist du heute Morgen immer noch da, Hiram. Und deine Hühner auch. Vielleicht kommt der Herr Jesus ja bei dir vorbei, wenn du im Frühstück machst. Ist wirklich alles nur ein schlau ausgedachtes Märchen, Esther? Hiram, nein. Sag das nicht. Unsere sehnlichste Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Oh, Hiram. Was sollen wir tun? Wir müssen beten. Brüder, wollt ihr mitkommen? Um Führung beten. Führung? Öffne deine Augen, Hiram. Aber gerade in dieser Zeit müssen wir zusammenhalten. Wir wurden getäuscht. Schlägst du vor, an diesem Irrglauben festzuhalten? Gib Gott bitte eine Chance. Das hab ich doch schon getan. Unser Vater, wie hast du uns gesegnet, als wir auf deine Wiederkunft gewartet haben? Unsere Hände heilten die Kranken.
Unsere Herzen wurden getröstet angesichts der vielen, die an dich und deine Wiederkunft glaubten. Herr, wir haben unseren Glauben nicht verloren, aber uns fehlt die Weisheit, um zu verstehen, warum du nicht wiedergekommen bist. Bitte zeige uns den weiteren Weg. Nimm unser Gebet an, Vater, und sende uns dein Licht, damit unsere große Enttäuschung eine Erklärung findet. All das erbitten wir im Namen deines liebenden Sohnes, Jesus Christus. Kommt, Brüder, Gott hat uns ganz sicher nicht verlassen. Owen, komm mit mir zu den Nachbarn. Sicher empfinden auch sie große Traurigkeit. Diese Erfahrung zu teilen, wird uns allen Trost spenden. Natürlich. Hiram! Hiram! Der Herr antwortet auf unser Gebet. Er gibt uns Erleuchtung. Die frühen Christen dachten, dass Jesus kam, um ein irdisches Reich aufzurichten, nicht ein himmlisches. Nach seinem Tod am Kreuz waren sie bitter enttäuscht. Genau wie wir jetzt. Wir haben uns im Datum geirrt, Hiram. Nein, Dr. Hahn, das Datum war richtig. Wieso ist der Erlöser dann nicht gekommen? Vielleicht hatten wir falsche Vorstellungen davon, was passieren würde. Die frühen Christen kannten das richtige Datum für den Messias, aber ihre Erwartungen waren falsch. Vielleicht trifft das auch auf uns zu. Daniels Prophezeiung sagt, dass am Ende der 2300 Tage das Heiligtum gereinigt wird. Und was ist, wenn wir das Wort Heiligtum falsch gedeutet haben? Aber Heiligtum ist die Erde. Sicher? Daniel sagt in Kapitel 7, es kam einer wie eines Menschensohn bis zu dem Alten. Nicht auf die Erde, wie wir geglaubt haben. Wo ist dann also das Alte? Im Himmel. Nach seinem Tod am Kreuz wurde Jesus unser Hohepriester. Und das Werk der Erlösung verlagerte sich vom irdischen Heiligtum zum himmlischen. Das würde Sinn ergeben. Angesichts dessen, was Hebräer 8 uns sagt. Wir haben einen solchen Hohenpriester. Er ist ein Pfleger des Heiligen und der wahrhaften Hütte, welche Gott aufgerichtet hat und kein Mensch. Also wird Jesus doch wiederkommen. Und zwar bald. Wir wissen nur noch nicht, wie bald. Ganz genau. Und dort, an diesen allerheiligsten Stätten, wird sein Werk der Reinigung vollbracht. Lucy, was habe ich getan? Du hast aus deinem Herzen gesprochen und aus der Bibel. Worte, die das Leben von tausend anderen berührt haben. Werden sie ihre Herzen wieder verschließen? Vielleicht. Und es kann genauso gut passieren, dass Bruder Snow wieder auf einem Pferd angeritten kommt. Mit einem anderen Datum. Was ist wirklich wichtig an der Botschaft, die Gott dir gesandt hat? Das ist es, worüber du nachdenken musst. Ja. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Ich habe mich auf eine andere Zeit festgelegt und hier werde ich feststehen, bis Gott mir Erleuchtung schenkt. Und das ist heute, 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 bis er wiederkommt und ich ihn sehe, ihn, nach dem sich meine Seele sehnt.